Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute wollten wir eigentlich in den Forst, aber der Fendt Farmer 2 hat aufgegeben. Vater holt jetzt gerade den anderen mit Starterkabel oder wir ziehen den an, aber die Batterie war tot, ein bisschen Frost abgekriegt und das war auch schon eine ältere. Und dann ist er einmal ausgegangen, wahrscheinlich Standgas zu niedrig. Bei unserem anderen ist das immer so, wenn man Standgas betätigt und den ganz zurück tut, dann geht der, muss man das erst noch hier vorbeiziehen und dann geht der raus. Aber bei dem, wenn man dann mit Vollgas fährt oder Vollgas und dann am Standgashebel Vollgas zieht und dann nachher wieder Gas wegnimmt, dann vergisst man das schon mal auch, weil das bei dem ja anders ist und dann ist er aus und dann kriegen wir den jetzt nicht mehr an. Und dann kam noch zusätzlich, dass wir immer zwischendurch dachten, dass der heiß wird, weil hier der Temperaturmesser immer in den roten Bereich ging. Allerdings liegt das nur daran, weil wir haben den ja zuletzt umgebaut. Der ist jetzt elektrisch. Heißt, dass es immer, sobald Strom weg ist, schlägt er ganz aus, weil er dann keine Masse mehr bekommt. Ja, und jetzt warten wir mal 5 Minuten oder so. Vielleicht hält auch gleich noch ein Autofahrer an, weil er den schönen Fan sehen will, man weiß es nicht. Aber wir warten jetzt erstmal und dann melde ich mich, wenn wir wieder am Fahren sind. Ja, Freunde, wir sind mal wieder im Wald. Die Probleme sind behoben. Denn bei Fendt ist ja nie was dran. Das geht immer nur so. Heute wieder mit dem schönsten Gespann unterwegs, was wir uns haben ausdenken können und aussuchen können. Man könnte damit direkt unter der Maus fahren, um ein paar Rüben zu bergen. Aber Holz ist ja auch was Feines. Man muss ja nachhaltig heizen. Und dann wird das. So, Freunde, jetzt sind wir drin im Wald. Wir spalten hier jetzt schön. Der andere Fendt oder der ältere Fendt, so wie wir ihn immer nennen, hängt jetzt vorm Spalter. Und unser neuer steht hier schön vorm Gummiwagen. Ich stehe gerade hier drauf. Und jetzt würde ich sagen, spalten wir erstmal was. Hier haben wir noch ein bisschen Birke liegen. Die ist relativ scheiße eigentlich, wenn man es nicht anders sagen kann. Also einfach scheiß Holz und verdammt weich. Und da hinten, da liegt noch ein besserer. Also da gehen wir gleich hin. Aber wir spalten jetzt erstmal.
letzte Radneujahr, wo es heute an der Stelle war. Aber oh, was soll man jetzt Schönes tun? Die Sonne scheint schön. Wie gesagt, Köpfchen nicht so war, also kalt. Haben wir echt schon die warme Mütze auf. Und dann wollen wir mal gucken, dass jetzt, wenn wir nach Hause kommen, die Hütte wieder warm werden kann. Wieder ein Holz kriegen wir. Ja, Freunde, nächste Woche erstmal eine Seilwinde kaufen. Aber ich sag mal so, die Fleckscheiben sind schnell weg, das haben wir heute schon direkt gemerkt. Ja, der andere Fan ist auch wieder wohl hier angekommen. Der steht hier vorne. Beide Fans stehen hier sauber wieder in der Halle. Und dann geht es die Tage weiter. Und bis dahin bleibt gesund, frohes neues Jahr von mir. Und dann sehen wir uns im nächsten Video.